Hannes Friesenbichler, ein 3:2 gegen einen Erstligisten, Bundesligisten. Wie fällt dein Resümee? Eigentlich habt ihr sehr gut mitgehalten. Ja, wie du richtig sagst, 3:2 leider verloren. Haben wir eigentlich bis zum Schluss gefightet. Was mich besonders stolz macht, ist, dass die Mannschaft immer versucht hat zum Fußball spielen. Haben wir unsere Chancen uns erspielt. Haben dann zum Schluss noch die eine oder andere gefährliche Situation, wo man vielleicht mit ein bisschen Glück das 3:3 vielleicht machen kann. Ja, nichtsdestotrotz ist klar, der Klagenfurt ist da jetzt verdient weitergekommen. Waren effektiver vom Tor wie wir. Und ja, Respekt vor der Mannschaft, die ist richtig gut. Bist du stolz auf der Mannschaft? Definitiv. Also auf die Mannschaft, vor allem auf die Leistung heute, kann man sehr, sehr stolz sein. Wir sind ein bisschen holprig in die Saison gestartet, haben uns jetzt sukzessive von der Leistung her auch emporgearbeitet, wobei die ersten Spiele auch gut waren, spielerisch, aber da haben wir die Tore nicht sein wollen. Und jetzt sind wir am richtigen Weg und ich glaube, jetzt ist der Knoten geplatzt, dass wir da in Richtung vorne angreifen können, auch in der Meisterschaft. Wie du schon richtig sagst, am Ende habt ihr dann noch alles reingehaut. Ich glaube, dann auch auf eine Dreierkette umgestellt. Was war die Philosophie oder was war das Ziel eigentlich dann noch in den letzten 15 Minuten, sagen wir mal so? Ja, nach dem 3:2 versuchst du natürlich nochmal alles nach vorne zu werfen, dass du vielleicht noch das 3:3 erzielst und doch noch in die Verlängerung kommst. Ist natürlich ein bisschen ein gefährliches Spiel. Wenn du sagst, du machst zu früh auf, erzielst du vielleicht das Tor, dann hast du da Probleme mit Rückwechseln oder eben, dass du dann defensiv weiterhin gut stehst in der Verlängerung. Deswegen haben wir etwas länger zugewartet. Aber nichtsdestotrotz, auch die paar Minuten, was die Spieler zum Schluss bekommen haben, haben sie nochmal alles probiert. Hat nicht sein wollen. Hoffen, dass nächstes Jahr dann etwas besser geht. Ja, gegen einen Bundesligisten auch keine leichte Aufgabe. Wie hat man sich überhaupt generell vorbereitet auf so eine ganze Woche gegen einen Bundesligisten? Ja, grundsätzlich ist nicht viel Zeit zum Vorbereiten. Freitag Sportclub, jetzt nächsten Samstag wartet Mauerwerk, auch ein schwerer Gegner auf uns. Ja, wir haben jetzt die letzten zwei Tage noch ein bisschen Videostudium habe ich gemacht, geschaut, wer da wirklich gefährlich ist. Aber wie gesagt, Peter Bakuc hat da ein Top-Team beisammen. Sind nicht umsonst so weit vorne jetzt mittlerweile in der Bundesliga auch. Ich glaube, haben bis jetzt eine Niederlage, wenn mich nicht alles täuscht. Und vor allem im Zentrum mit Irvine, also wirklich Top-Spieler, Top-Fußballer, da gibt es gar nichts. Ja, habe ich jetzt gehört, ja. Also unglaublich, das sind wirklich gute Spieler und Hut ab von dem, was Peter Bakuc in den letzten Jahren zusammengestellt hat. Also da ist einiges entstanden in Klagenfurt. Abschließend, Sie haben es schon gesagt, am Samstag gegen Mauerwerk auswärts. Wie bereitet man sich vor, wenn man jetzt vor allem jetzt nicht viel Pause hat, ja, zwei Tage? Und was ist das Ziel gegen Mauerwerk? Ja, ganz klar ein Sieg. Dann können wir den Abstand nach unten hin vergrößern und ins untere Mittelfeld reinrutschen. Morgen Regenerationstraining, Freitag Abschlusstraining, vorbereiten auf Mauerwerk und Samstag ist dann eh schon wieder das Spiel. Ja, und dann hoffen wir, dass wir dort 3 Punkte einfahren. Mit so einer Leistung bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das so sein wird. Aber das Spiel muss auch gespielt werden, ne?